Hey Leute, herzlich willkommen zum letzten Part dieses Albtraums, namentlich Zelda's Adventure. Schön, dass ihr noch eingeschaltet habt zum letzten Part. Und der wird jetzt einfach nur noch ganz schnell durchgezogen. Wir machen den letzten Tempel. Ich habe alles erledigt, was zu erledigen war. Ich nehme auch gleich den Hammerkeule hier, den Hammer als stärkste Waffe, um alles platt zu machen, was sich mir in den Weg stellen wird. Und ja, der Tempel ist halt echt so eine Lachnummer. Der schon wieder... I, Blacksmith, have my work to do. No time for intrigue. Du bist ein Lappen. Ja, ich hab keine Zeit für Schwierigkeiten. Was zur Hölle? Wieso sind die hier im letzten Tempel? Egal. Feel the tip of my spears and tell me. Wow. They are the fight. Alter, zwei Herzen Damage ist klar. So, komme ich hier nicht irgendwie kürzer vorbei? Was ist denn das hier? Ich will hier hoch. Ah, okay, gut. Ich muss ja eigentlich bloß noch an einen vorbeirennen. Aber trotzdem, ich habe ein Elixier noch zur Sicherheit. So, die sind ja auch jetzt dadurch dann schnell down, ne? Genau. Und geben auch nochmal schön Rubine. Sau geil. So. Der Hammer lohnt sich, der Hammer lohnt sich. Leute, ich weiß nicht, ob ich schon irgendwie ein kleines Fazit anfangen sollte. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich schon halt sehr viel erzählt. Auch mich immer schon wieder beschwert und sowas alles während des Spiels an sich. Es ist furchtbar, dieses Spiel. Ich glaube, man muss schon sagen, man kann es nicht, aber wenn man es mit anderen offiziellen Zelda-Spielen vergleicht, ne? Dann ist natürlich, das sollte man nicht machen, dann verkackt es total in erster Linie. Deswegen sollte man es vielleicht, wenn dann... mit den CDI-Spielen vergleichen. Ich glaube, hier war noch, kann ich hier noch mal verlangen? Nee. So, dass man, wenn mit den anderen beiden CDI-Spielen vergleichen. Wir haben ja auch eine Trilogie, ne? Wir spielen es ja auch als Trilogie. Und deswegen, also, man muss schon wirklich die positiven Aspekte in dem Spiel hier sehr krass suchen. Im Vergleich zu den anderen beiden CDI-Spielen, ja, was. Ja, es ist halt nicht linear. Es hat eine große Overworld, die man erkunden kann. Ja, aber die ist halt scheiße, wenn da nichts ist und so was alles. Und ja, meine einzige Aktion, die ich ja schon mehrmals angesprochen habe, die ich sehr gut finde, ist der Kompass. Die Funktion des Kompasses. Ja, aber das war's dann aber auch halt schon, ne? Und irgendwie furchtbares Spiel. Ich bin sehr, sehr auf eure Meinung gespannt. Jetzt, wo ihr alle drei Zelda CDI-Spiele, die schon fast in Vergessenheit geraten sind, alle gesehen habt. Ist der Warbane wieder da? Further you will not go. You have not the fire in the belly to do else but obey me. Ach ja, und warum gibst du uns denn den Hammer, damit wir das Feuer in unserem Belly haben, oder was? Naja, also, Zelda's Adventure, holy moly. Es ist so übel, leere Räume, jetzt sind wir auch schon bald wieder an dem Punkt, wo wir beim letzten Mal eine Kehrtwende gemacht haben. Hier sind leere Räume, das Design ist so furchtbar. Also was heißt denn da designmäßig, man, weil hier ist halt nichts. Was soll denn das, wenn hier nichts ist? Na gut. Also, es gibt auch eine kleine Überraschung, wie ich ja gemeint habe, ne? Am Ende dieses Dungeons hier. Ich kann es ja schon mal vor... Ach nee, ich nehme es nicht vorweg, denke ich mal. Aber ich weiß schon, dass ihr bestimmt... Ja, ihr seid doch bestimmt übelst gespannt, wie Ganon aussieht. Und das ist wieder... Naja. Es ist halt total anders. Ich finde, der ist ein bisschen... Natürlich ist es natürlich ein bisschen besser als der... Fratzen des Bösen oder Zauberstab von Gamelon Ganon. Definitiv. So, ja, jetzt sind wir auch schon da, wo wir noch nicht waren. Sehr gut. Weiter geht's heute wieder. Unbekanntes Terrain. Aber trotzdem irgendwie ist es... naja. Oh, ein weiterer leerer Raum. Das spart Zeit. Was soll denn das, Mann? Oh. Was sind das denn, Könige? Warum hat... Die haben nur eine Krone auf, oder was? Naja, auf jeden Fall sind sie einfach tot. Der hat's billig einfach erledigt. Die Musik hier, ey. Bum, bum, bum. Wie auch ganz dämlich nur zu hören. Apropos Musik, es tut mir, wie gesagt, leid. Let no one say my welcome is not a warm one. Do you still want my celestial sign, timid one? Was hat er gesagt? Es soll niemand sagen, dass meine Begrüßung nicht warmherzig ist. Du willst meinen heiligen Stein haben? Versuch's doch, oder irgendwie so ein Scheiß. Kann einfach nicht sagen, sorry Leute, dass es echt bei allen drei CDI-Spielen so war, dass der Sound halt links und rechts getrennt war. Soundeffekte auf dem rechten Ohr, wie gesagt, schön auf Boxen oder Kopfhörer bezogen. Und halt die Hintergrundmusik auf dem linken Ohr. Es tut mir halt wirklich leid, aber wir haben jetzt, wie gesagt, das hätte nichts geändert. Das hätte das Spiel jetzt auch nicht besser gemacht, glaubt mir. So, warte mal, ich suche jetzt eine bestimmte Waffe, denn ich habe es euch noch erzählt. Hier gibt es halt noch einen Gegner, der halt diese Waffe hier braucht, um ihn besiegen zu können. Ich glaube, der kommt jetzt. Ist aber auch einfach irgendein Typ. Ich weiß ja nicht, wie der Wächter hier oder was. Guckt euch den an. Wer ist denn das? Tot. Uff. Ja, das war der schon. Cool. Ich glaube, der kommt ja bloß einmal. Ganz toll.
Mann, ey, so ich glaube vor. Oh, wir sind ja gleich da bei Warbane. Ach du Scheiße. Ich glaube, ja. Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen aufpassen, denn der ist tatsächlich nochmal ein bisschen, naja, stark, würde ich mal sagen. Oh, da ist er ja schon! Da ist er ja schon! Was? Wartet mal. Na, mir fehlt doch noch ein Raum, oder nicht? Ich probiere das mal mit dem Hammer. Denn er hat uns ja extra einen Hammer gegeben. Ja, vielleicht ist er damit extrem am Arsch. So, hä? Hier muss es doch noch einen anderen Raum geben. Ich glaube, hier gab es sogar einfach zwei. Keine Ahnung. So, Achtung, ausweichen vor ihm. Er ist übel scheiße. Achtung. Aua. Alter, der zieht auch wieder voll viel Damage ab. Natürlich. Voll übel. Aua. Ah, die haben mich verarscht. Aua, aua. Und tschüss. Das war's. So, jetzt bin ich mal spannend. Sind wir jetzt schon da? Ich sag doch, der Tempel ist ein Witz, oder? Das ist der letzte Tempel, Leute. Oh mein Gott. Und wir sind beim letzten Zeichen. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt... Achso. Okay, irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber okay, dann ist der Tempel auch erledigt und komplett. Und jetzt, Leute, jetzt kommt die große Überraschung. Ich habe einen Trank. Ich hoffe, ich muss ihn erst bei Ganon wirklich benutzen. Holen wir uns das letzte... Aber geht's hier irgendwo lang? Ich glaube nicht, aber das letzte Zeichen. Zelda, life is always one order more horrifying than you expect. The great evil Ganon spoiled your victory. Make haste. Do not let him out of your sight. Oh mein Gott. Ja, was war das denn? Leute, die Überraschung, die jetzt kommt, es ist nochmal ein Boss-One-Mode. Wir müssen jetzt nochmal gegen alle Bosse kämpfen. Aber viel, viel stärker, dass die jetzt alle überhaupt kein Problem mehr sind. Ich bin geheilt und seht, ich hab volle Herzen. Und weil wir das letzte Zeichen haben. Und jetzt haben wir so ein komisches... Was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Ding, was ihn immer zu den Bossen transferiert. Kein Plan. Auch erledigt. Warte mal, haben wir jetzt wirklich alles? Guck mal hier, ja, alle Zeichen haben wir hier oben. Da sind wir irgendwie in dieses komische... Was war denn das gerade? Sei das komisch und weggeflogen? So, Naja. Hier sind alle Bosse jetzt nochmal. Außer den letzten tatsächlich und der vierte. Die sind ein bisschen komisch. So, und selbst für sie hier... Oh doch, für sie brauche ich immer noch nach wie vor die Federn. Auch total toll, oder? Naja, für den dritten Boss halt. Aber auch sofort down, Alter, mit einem Schlag. Ey, ist das übel. So, gleich wieder umwechseln. Jetzt der vierte Boss ist tatsächlich nur ein Auffrischungsraum. Ihr wisst schon, die Toddame oder wie sie quart hier, Sensenmann-mäßig. Was ist das für gutes Vieh hier, ey? So, einmal getroffen, dann ist er einfach wieder wird zu lauter Insekten. Oh Gott, hier schön alles nochmal. Auf jeden Fall darauf achten, dass ich wirklich vollgeheilt bin. Besiege ich die letzte, geht der nächste Kampf los. So. Oh, da ist noch einer. Wow. So, alles klar. Boss Nummer 5. Aguanda. Ey, da kommt es wirklich nochmal wieder, wa? Oh Gott. So. Hier ist jetzt nicht irgendwie wirklich ein Safe Spot. Aber kein Problem. Erledigt. Und das hier, das ist irgendwie. Ich glaube, das ist Ganon. Oder ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß auch gar nicht, was Gaspar gerade erzählt hat. Irgendwie ist komisch. Oh ja, Ganon hat es schlimmer als erwartet. Whoa. So. Ja, und wie gesagt, der sechste Boss fehlt auch. Tatsächlich nur der nochmal hier. Aua. Aua. So. Und jetzt, Leute, jetzt kommt Ganon. Zieht ihn euch rein, ey. Das ist so. Naja, ein bisschen beeindruckend ist er ja schon. Aber nur ein bisschen. Wow, mit epischer Mucke. Und in einem epischen Raum. Da ist er! Aua! Und der. Oh Gott. Oh, oh. Oh, Mist. Oh Gott, ich bin gleich tot. Oh Gott, ich bin gleich tot. Okay, hier, das ist Ganon. Guckt ihn euch an. Ich werde mich jetzt heilen. Und dann muss ich halt ein bisschen darauf achten. Das ist eigentlich auch kein Problem, der Boss. Ich muss bloß darauf achten, dass ich immer richtig stehe, wenn er auftaucht. Und am besten nicht vorne, weil er schießt ja nach unten. Am besten nicht vorne stehen, sondern echt immer nur hier so. Und ich muss auch echt aufpassen, weil er mich immer blöd treffen kann. Wenn er mit seinem Körper und sowas. Aua. So. Aua, Mann, wie dumm. Okay, So, wenn man Glück hat, kann man ihn zweimal treffen, wenn man Glück hat. So, komm her, noch mal. Ah, Mist.
Aber ich habe gerade anscheinend kein... Ah! Aua! So, der braucht leider eine ganze Weile, tatsächlich. Aua! Komm schon, ein zweites Mal! Ja! Ein zweites Mal getroffen! Na, wo ist er? Da! Falls! Komm schon! Oh, noch ein zweites Mal getroffen. Oh Gott, der haut aber rein, ey. Ah! Man ist so dumm, ey. Was ist das denn für ein Boss? Komm, noch ein zweites Mal. Mist. Einfach den Button mashen, Alter. Wie der aussieht, Mann. Und wenn man ihn gleich besiegt hat, ist das so lustig. Oh Gott. Oh Gott, jetzt muss keine Scheiße bauen. Jetzt darf ich den bloß nicht verkecken. Wow. Und tschüss! Oh, oh. Wir haben es geschafft, Leute. Und gleich seht ihr Link. Für exakt 5 Sekunden. Da ist der, Leute, da ist Link. Oh mein Gott. Das war's. Princess Zelda, you've succeeded. Your victory has brought peace and light back to Tolamac. Your courage and strength will not be forgotten. For now, your work is done. Off you go to celebrate Link's return. But first, remember, lessons of the heart. Mercy and human kindness prevail above all else. Farewell, young princess. Ja, danke, Gaspar, für die netten Worte. Ja, Leute! The end! Wir haben es geschafft und überlebt. Zelda's Adventure, das letzte der Zelda CDI-Spiele. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Gaspro hat gerade nochmal erzählt von wegen, ja, Dankeschön, das ist Zelda, vergiss niemals, wie Nettigkeit und sowas alles und ein starkes Herz wird immer gewinnen, irgendwie so ein Schmuhn. Und wir sehen uns die Credits an, die ganzen Leute, die dafür verantwortlich sind. Ich weiß nicht, was ich davon sage, ich weiß es nicht. Wir lassen die einfach mal hier durchscrollen, wa? Und Leute, ich bin erlöst. Ich bin erlöst, Leute, oh mein Gott, und ihr auch. Wir haben es echt, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zelda's Adventure, ey, was für eine Tragödie, ey, es ist das seltenste Zelda-Spiel, was es gibt, ey, und es ist so schlecht und einfach nur furchtbar, nicht irgendwie witzig oder sowas, einfach nur traurig, wirklich traurig. Die Geschichte dahinter mag noch trauriger sein, weil eventuell da wirklich Leute dran saßen, die sich Mühe gegeben haben, aber irgendwie hat das alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Alles steckte noch in den Kinderschuhen, die Technik, die da verwendet haben. Ganz, ganz komische Sachen, Schauspieler über Deckenspiegel abfotografieren, um die dann so von oben darstellen zu können. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Auf jeden Fall, jetzt müsst ihr eure Meinung mal kundtun. Am besten zu allen dreien, denn das war ja eine Trilogie. Es war ja so quasi von mir gedacht, dass ihr wirklich alle drei Spiele hintereinander schaut. Und tatsächlich ist jetzt Zelda's Adventure der doppelt so lang geworden wie die anderen beiden. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Viele haben das Spiel nicht gekannt, viele haben tatsächlich nicht bis zum Ende durchgehalten. Das sieht man ja immer schon in den Aufrufzahlen. Am Anfang noch so, klar, wir stehen dabei und dann, oh! Da mussten denn doch Leute wohl aufs Klo rennen und kotzen. Hier die Human Sprites, also hier sieht man richtig, wer hier verantwortlich war. Ob man die alle noch googeln kann, ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall, dieses Spiel, ey. Es hat echt irgendwie, es ist mit nichts zu vergleichen. Es ist irgendwie, also... Es hat sehr wenig gute, positive Aspekte. Es ist sehr langweilig, strööde und die Sprachausgabe, man versteht nie ihn. Oh, Zelda ist von Diana Burns und Annie Ward gespielt worden. Gaspar von Mark Alden, du Andrew. Oh Mann, ey. $50,000 und Knast für 5 Jahre? Oh, scheiße. Alter, ich sollte $50,000 Schmerzensgeld verlangen. Leute. Damit beende ich dieses Let's Play. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für eure ganze Kraft, die ihr dabei hattet.
Und dann sehen wir uns bei einem neuen Let's Play wieder. Definitiv auch einem neuen Zelda-Let's Play. Und mal wieder ein anständiges Zelda-Let's Play, nicht wahr? Leute, ihr seid die Besten, die es mit mir durchgehalten haben, können sich auf die Schulter klopfen. Ihr seid alle super. Das habe ich jetzt endlich von meiner Liste gestrichen. Ich kann echt sagen, Zelda CDI, alle drei Teile sind auf meinem Kanal zu immer wieder ansehen, wer es denn möchte, wer so verrückt sein sollte. Ich werde diese Spiele wohl nie wieder anfassen. In meinem ganzen Leben nicht. Leute, euer Lost Link verabschiedet sich. Ciao!